Jo. Leute, was geht? Euer Schützenfutsch wieder zurück zu Dota Autochess. So, das Menü hier hängt irgendwie ganz schön weit oben, aber lassen wir uns hier. Oh, das Spiel ist sehr, sehr laut. Wartet, Leute, das fixe ich jetzt erstmal. Tut mir leid, dass ich das jetzt alles in der Aufnahme mache, aber ihr wisst, ne? Besser ist. So, jetzt müsste es gehen von der Lautstärke. Ein paar Sachen, wenn die reden oder so, war ganz schön laut gerade eben. Deswegen, ich hoffe, jetzt geht die Aufnahme. Wir sind zurück. Dota Autochess. Ich weiß noch nicht, warum direkt hier drei Leute AFK sind. Hatte ich eben gerade schon ein Match, als ich aufnehmen wollte. Haben wir dann alle gerestartet sozusagen. Und ja. I don't know. Lol. Die werden ja jetzt hier richtig hingezaubert. What the fuck? Ich weiß nicht. Es liefen jetzt immer hier ganz schön viele direkt am Anfang. Ich würde mich halt gerne einranken, ne? Und es sieht aber grafisch angenehmer aus. Also, wenn ich hier dieses Beginner-Guide in meine Fresse fliegen würde, kann ich das irgendwo ausschalten? So, enable irgendwo hier Tipps oder sowas? Könnt ihr mir ja bitte mal in die Kommentare schreiben, ja? Wo das irgendwie geht. Weil, ja, ich finde es halt total nervig, dass da die ganze Zeit diese Meldung kommt. So, noch lasse ich mal das Click and Play drin. Ach, ich muss sagen, entweder liegt es an meinem neuen Bildschirm, wo den, der ist ja curved und alles, ne? Ich muss sagen, darauf gefällt. Langsam reicht's hier, ne? Ey, wie krieg ich denn dieses Beginner-Guide-Ding weg? Hm. Ich weiß auch nicht mal, was es für neue Figuren und sowas gibt. Ich weiß hier, diesen Grimstroke gibt es. Den hatte ich schon mal gesehen. Dann gibt es, glaube ich, noch irgendeinen neuen Gott oder so hier im Early Level. Hier, den Rubik. Rubik. Der soll not bad sein, vermute ich jetzt einfach mal. Und ja, ich bin halt komplett raus, Leute. Ich bin komplett raus. Und grafisch die Felder. Irgendwie hat sie da aber nicht so viel getan, leider, ne? Da fand ich beim Duo-Gameplay die Felder irgendwie schöner. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Chesspass habe ich auch noch von vor einem Monat mal wieder geholt gehabt, als ich Duo gespielt hatte. Und immer wenn ich eine Einheit kaufe, kommt diese Meldung. Also ich muss dagegen gleich mal was tun. Aber egal was ich mache, diese Meldung kommt. Ich muss dagegen was tun. So. Hier bringen wir erstmal noch den Goblin drauf. Goblin Buff möchte ich ungern spielen. Mag ich nicht so, aber wenn ich sie erstmal anders nicht ziehe, nehme ich sie natürlich mit. Und ja, wie gesagt, Leute, ich komme hier, ich weiß nicht hier wie, oder kann ich mit dem Hilfe hier Beginners Guide, kann ich dich irgendwie ausblenden hier? Wieso kommst du immer wieder meine Fresse? Hm. Oder vielleicht weißt du die erste Runde, vielleicht will das mir da fünfmal erklären, ist ihm wichtig. Auf jeden Fall muss ich sagen, wie die hier spawnen und alles, finde ich recht angenehm. Also ich finde es gar nicht so schlecht. Haben sie ganz schön gemacht. So, Voidstone, sehr schön. Ja, ich finde, die sollten, ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben, aber ich finde, man sollte langsam hier mit der Item, ne, mit den Items, dass jeder immer gleich viele Items kriegt und alles und so weiter, dass sowas vielleicht noch reinkommt. Aber ich finde, dieses Lack, das ist so komisch lackbasierend, das gefällt mir nicht. Aber ich muss sagen, wie jetzt hier alles spawnt und so, sieht echt nice aus. So, der Auto-Combine ist komplett fein, muss ich ja sagen. Ich würde es halt ihn gerne mit draufbringen. Ich nehme ihn mal runter. Dann habe ich wenigstens hier die Combo. Oh, das ist so verwirrend, dass ich nicht hier oben gucken kann sozusagen, sondern hier unten gucken muss. Ach ja, Leute, das habe ich ja ganz vergessen. Wartet. Wir haben ja unser Schiffchen. Tada! Unser Schiff. Das dürfen wir ja nicht vergessen beim Autochess, ne? Wie wollen wir das hier ohne Schiff machen? Ah, es stört mich gerade hier auf meinem Bildschirm. So, wartet. So. Wie wollen wir das hier ohne Schiff machen, ne? Jetzt sind wir auch hier ready. Jetzt sind wir hier auch ready, jetzt können wir mit dem Game erst anfangen. Ich muss sagen, wenn wir dann gleich auch sogar Stufe 5 aufleveln können, muss ich mal schauen. Ich überlege, ich bringe dann hier erstmal den Bounty Hunter drauf. Bounty Hunter ist eh eine starke Early-Einheit. Und ja, dann haben wir schon mal die Dreier Goblin-Buff. Das Problem ist der 6er Goblin-Buff, ne? Gwen's Oilfriend die Goblins Arme und Reck. Das war ja dann... Oh mein Gott. Das war ja dann so, dass es, allen Einheiten sozusagen diesen Buff gegeben hat und das war halt einfach nice, ne? Hier, dieser Winterweiber, den mag ich nicht. Ich hoffe nicht, dass der in Autochess Mobile kommt. Da hat der meiner Meinung nach nichts zu suchen. Bin ich nicht so ein Fan von der Einheit. So. Ich verkaufe den hier. Verkaufe ich den denn nochmal? Ach ja, mit der Tastatur. Ich überlege hier die ganze Zeit, wie verkaufe ich denn eine Einheit mit Click and Play? Ach ja, ich muss ja mit der Tastatur arbeiten. Ups. Ups. Passiert. So. Ah, komm, das packen wir doch mal hier vorne rauf. Und den Mana. Den Mana, ja. Den Mana-Stein. Das passt vielleicht eher nach da vorne. Und die Sache möchte ich im Moment auch nichts mitnehmen. Ah, ich sehe noch, was mein Gegner hat. Der hier hat nur einen Demon drauf.
S-Kombo oder wie? Und dann aber auch einen starken. Das ist ja not bad. Aber erstmal hier wieder an die Steuerung dran kommen, ey. Uff, ich fühle mich wie so ein Anfänger. Einfach nur, weil ich diese Steuerung schon ewig nicht mehr benutzt habe. Eieiei, ey. So. Ach komm, dann nehmen wir hier den Drachen mal mit. Wie gesagt, ne, wir spielen ja hier vernünftig unser Gold auch runter. Hier spiele ich es mit dem Gold genauso wie bei Outlast Mobile. Ich weiß halt nur nicht, wie hier die Meta ist, ne. Das weiß ich halt leider nicht. Ich glaube nicht, dass Mechgoblins so Meta sein werden. Auch wenn ich sie im Moment noch mitnehme. Elfen würde ich mich drauf sehen. Elfen würde ich echt gerne spielen. Zack, zack. So. Wenn ich jetzt. Wenn ich auflevel, dann auf 6. Dann könnte ich sogar da eine Kombo für bringen. Für die Elfen. Die Goblin-Kombo möchte ich erstmal auch noch behalten. Aber Elfen-Kombo möchte ich noch so schnell wie möglich aufbauen. Der hat gar keine Kombo oder was? Der hat nur starke Einheiten immer mitgenommen. Okay, das bitte hier, sehr interessant. Doch nicht interessant. What the fuck? Die Lina hier, ey, die hatte Bock. Aber ja, hier, das, sehr schön. Und hier nur noch den. Sollten wir auch hinkriegen. Stufe 2 sind dann gar nicht so stark, wenn wir so einen Anti-Mage haben, der so stark ist. Und ja, entspannte Kiste, würde ich sagen. Ja, wir müssen eine Assassin noch draufbringen und eine Elfe, das wäre schön. Am liebsten würde ich ja gleich, die richtige Elfen-Assassin draufbringen, ne, aber das schwört, glaube ich, erstmal nichts. So, hier, was ist denn eigentlich Wizard für eine Kombo? Die haben wir ja mal rausgefunden, als ich diese Outlast-News, den gezeigt habe. Da habe ich gesehen, ah, hier gibt es auch eine neue Klasse und das ist so hier, Wizard. Wizards play an ancient dread mysteries role, even through the most complete, bla bla bla. Wizard reduce the number of chess pieces required by one for any synergy. Wait, what? One for any synergy. Aber man braucht 4. Wartet mal. Also ich könnte mit 5 Goblins sozusagen die Kombo kriegen von 6. Oder wie muss ich das verstehen, wenn ich 2 Wizards auf dem Feld habe? Dann hätte ich auch gleichzeitig die Mech-Kombo, weil anstatt 4 Mechs brauche ich, habe ich ja dann 3 und dann geht es auf 4 hoch. Oder wie ist das mit den Wizards? Müsste man mal ausprobieren. So viel Ahnung habe ich von dem Spiel. Überlegt mal, die kamen letzte Season sozusagen zum Season-Ende. Und jetzt? Weiß auch gar nicht. Oh, guck mal, wie viel Candies ich hier habe. Was ist Direwolf 2012? Spooky. King of Ghosts. Graceful, bla bla bla. Was bist du denn? Was, ein Flopjar? Habe ich Flopjar? Habe ich doch nicht mal. Born Houndling. So. Was will ich wie mitnehmen? Jetzt sage ich, verkaufe den doch wieder und den. So. Kann ja nichts sagen, ne? Aber ich glaube, ich level jetzt schon auf. Da ist vielleicht ein bisschen komisch so, ne? Aber ich glaube, das bringt mich hier am meisten weiter, jetzt schon die Elfen-Kombo langsam drauf zu bringen. Ich habe erst überlegt, ob ich ihn hier vielleicht mitnehmen möchte, weil ich will ja auch eine Luna noch mitnehmen. Aber, ja, erstmal nicht. Erstmal nicht. So, er hier wird... Ach, Ability ist inactive. Ach, ich kann keine Einheiten versetzen, solange wie die Runde läuft hier auf der Hand. Das ist ja nervig. Und bei Click and Play? Auch nicht. Das ist ja doof. Sie dann gesperrt werden. Hier, oh, meine Lieblingseinheit hier beim Gegner auf dem Feld. Der hat auch gerade noch so geultet. Ah ja, ist halt Stufe 1, ne? Aber sehr, sehr gefährlich. Können wir hier schnell durchkommen, damit wir hier endlich auf unser eigentliches Ziel gehen könnten. Bevor wir hier vielleicht doch noch gegen den verlieren. Komm, dodge doch mal. Du schaffst das. Ja, reicht das? Natürlich nicht. Wäre er hier schon eliminiert gewesen, hätten wir es gewonnen. Aber er hat das Game gerade solo geholt. Terrorblade ist so eine geile Einheit, ne? Das ist meine Favorite-Einheit. War klar, dass die mich rasiert. Musste ja so kommen. So. Wir bringen den drauf. Den. Den runter. Den lasse ich drauf. Für die erstmal. Obwohl, sie hat am meisten DPS eigentlich. Ah. Schwierig, ey. Schwierig, wie ich mich aufbauen sollte. Oh, dass man, ne, hier so das Sortieren und so, das ist immer noch etwas, was ich nicht mag in dem Spiel. Dass ich hier nicht vernünftig sortieren kann, also wirklich. Uff, Leute, uff. Aber das hier finde ich schön, dass man jetzt sieht, was der Gegner hier für Kombos hat. Der hier hat nur eine Mage-Kombo. So, aber der hat Stufe 2 ja hier vorne als Tanks. Das ist eklig. Dagegen kommen wir nicht an, glaube ich.
So, aber der hat hier noch eine Luna stehen. Okay. So, sie hat halt den Buff, ne? Wird auch von der Luna angegangen. Das ist natürlich unschön, dann wird sie ja nicht so oft critten mehr. Ne. Ist schon leider weg. Und wenn du ultest und dich alles auf einen setzt, sondern ja, nee, reicht nicht. Für nichts, reicht für nichts. In der Winterweih war das vielleicht doch nicht schlecht. So, den nehmen wir natürlich mit. Einen Kunker nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ne? Ich glaube, ich nehme doch die Goblins schon mal weg hier. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. So, dafür bringe ich drauf den Kunker, den Windranger oder die Windranger. Und schon mal ein Tree End. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir rerollen sogar nochmal. Ich nehme lieber ihn mit. Ich müsste den hier rausnehmen dafür. Aua. Müsste den Kunker rausnehmen, hätte schon mal eine volle Elfen-Kombo, ne? Dann spare ich jetzt und dann bringe ich den Kunker danach wieder drauf. Und ich will ja auch noch die 4er Gold Assassin ziehen und dann den Pack vielleicht wieder rauswerfen, ne? Also ist es ja nicht. Die Luna habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. Wie gesagt, wir sind jetzt im Moment über Druiden gegangen. Was ist das denn? This is a consuming item for Courier. Click to open just one reward of three items. Aber was nehme ich denn da? Das hier? Ja, war die richtige Entscheidung. Habe ich gar nicht drauf geachtet, aber war wohl die richtige Entscheidung. Ich wusste gar nicht, dass ich das jetzt kombinieren muss. So. Er muss echt nochmal weichen eigentlich. Eigentlich müsste ich so aufbauen, ne? Sechs Elfen. Ist eigentlich besser so, ne? Plus 25 Mana gain taking damage. Gehen wir ihm hier. Er soll ja auch noch ein paar Einheiten spawnen und so. Es ist die Sache, falls ich doch gewinnen sollte, könnte ich den Kunker und den Anti-Mage verkaufen, hätte wenigstens schon mal 10 Gold für den Interest langsam, ne? Habe ich aus Versehen auch. Ich habe einmal zu früh schon. Ah ja, zu viel gelevelt, ne? Das heißt also, ich werde sogar early auch auf 7 gehen. Einfach nur, weil ich halt schon so früh gelevelt hatte und ja. Lohnt sich halt für mich, ne? Also ich hoffe doch, dass es sich für mich lohnt. Aber wie gesagt, ich will dann halt gucken, dass ich noch irgendeinen guten Assassin-Bonus jetzt später hinkriege. Ich glaube, dafür nehme ich mir auch nochmal den Sand King mit. Ne, wie in Outlast Mobile zum Beispiel. Ich mag da ja auch den Feder-Clan übel. Und ja, hier gehen wir jetzt natürlich auch Elfen und probieren das. Ich habe auch gehört, dass im höheren Ranks und sowas auch sehr gerne Elfen gezockt werden. Aber noch immer noch, jetzt, obwohl ich jetzt einen Monat Pause hatte, die sie immer noch sehr, sehr unpopulär sind. Was mich echt wundert, weil. Keine Ahnung. Elfen sind halt nice. Nächstes Level will ich so den Terrorblade erstmal mit draufbringen. Der sollte gut Damage machen können. Ja, wir leveln das easy nächste Runde erstmal auf. Will dann durch den Terrorblade noch ein bisschen was machen. Wollen dann später den Pack hier verkaufen. Und dafür dann, ich weiß, dass die Lichtfeder Assassin in Outlast Mobile heißt. Wie heißt sie denn hier nochmal? Oh, wie heißt sie denn? Wie heißt sie denn? Uff. Echt peinlich, ey. Ich weiß, Templar Assassin. Oh mein Gott. Zu viel Outlast Mobile, Leute. Zu viel Outlast Mobile. Ja, aber ich muss sagen, es fühlt sich im Moment echt wieder ein bisschen angenehm an, das hier auch mal wieder zu zocken. Auch wenn ich hier im Moment gar nicht mehr so stark durchsteige. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Das Gute ist ja auch, in Outlast Mobile, die Season ist rum. Und ich war da jetzt so weit, dass ich, wie heißt es denn? Ich war da jetzt so weit, dass ich noch das Icon bekommen habe für alle Wochenmissionen. Die mit dem hölzernen Stock, die hat mich echt Nerven gekostet. Die habe ich so, dafür habe ich so lange gebraucht. Ich habe gestern mich noch 5, 6 Stunden hingespielt. Die ganze Zeit nur in Fun-Runden rein. Einfach nur, damit ich diese Mission schaffe. Also, das war echt schwierig und meine Nerven sind echt, ja, kaputt gegangen dabei. Also echt heftig. Ich dachte nicht, dass ich so gut damit hinkomme. Und übrigens, wenn ich die wartet mal. Die könnte ich auch als Assassin mit draufbringen, ne? Zu Anti-Mage und dem. Sand King könnte ich natürlich auch nehmen, wenn ich dann noch hier klaue oder wie heißt er hier in dem Spiel? Ich komme immer durcheinander. Laundrid. Wenn ich den draufbringen möchte, natürlich, weil ich ja alle Druiden dann habe. Ah, könnte ich machen. Was hat der denn hier für eine Combo? Ach, der hat nur den Dazzle drauf. Ist das so eine Art, Losing Streak Player oder sowas? So, die. Er hat auf jeden Fall eine Hand gekauft, ne? Weiß ja nicht, ob man so ein halbes leeres Feld oder so bespielen kann. Keine Ahnung, was er macht. Schwierig. Mega Kill. Okay.
Läuft auf jeden Fall hier. Jetzt ziehe ich sie natürlich auch nochmal hier, ne? Das ist natürlich immer, ja, spaßig. Ah, wir nehmen mal hier alles mit. So. Wir nehmen einfach alles mit. Ist uns egal, obwohl ist mir eigentlich nicht egal. Eigentlich werde ich die nicht brauchen, den nicht brauchen. Ist einfach so, weil eigentlich habe ich. Ach nee, warte, Zenkin gibt es ja hier in dem Spiel gar nicht, ne? Oh mein Gott, ich bin so doof. Zenkin gibt es ja hier gar nicht, ja? Likenbeast? Uff, den Zenkin gibt es ja gar nicht. Ja, gut. War natürlich sehr, sehr klug. Oh, den Slark gibt es hier aber wieder, ne? Oder gab es den hier immer schon? Überlege ich erstmal. Ach nee, hier, wie heißt er denn? Der die Hand und das Feld unsichtbar gemacht hat, den gibt es wahrscheinlich nicht mehr, ne? Den Riki. Ne, den gibt's. Den gab es ja vorher schon nicht mehr. Es hätte ja sein können, dass sie die alte Figuren wieder reinnehmen. Aber haben sie nicht gemacht. So. Ah, verlieren wir im Moment noch. Ist okay. Ah ja, da war was. Stimmt, den gibt's ja gar nicht. Da muss ja doch die Queen of Pain nehmen eigentlich. Aua. Ah komm, wir leveln erstmal sie hier auf. Da ist sie auch schon wieder. So. Die Wölfe heulen. Das heißt also, wir setzen unser Feld ein bisschen weiter nach hinten hier. So. Also diese God-Wizard-Dinger hier und sowas. Sehr, sehr interessant, meiner Meinung nach. Einfach nur interessant, mehr nicht. So. Könnte dann. Ach, ich weiß nicht, ich bräuchte dann halt auch ein zweites Beast eigentlich, ne? Ich dachte, mit Assassins lässt sich da was regeln. Aber, wird wohl weniger was. Ah, müssen wir mal schauen. Das ist echt schwierig dann für mich. Was möchte ich denn noch für eine Kommando? Da möchte ich dann über den Lone Druid draufbringen. Ah, alles Fragen über Fragen. Das Spiel scheint ganz schön ausgeglichen, mehr oder weniger zu sein. Hier ist keiner komplett am Stompen. Kann das sein? So. Also, ich sag mal so: Wenn wir Mobrunden überstehen, ist das schon mal gut. Wölfe waren schon immer nervig hier in dem Spiel. Wir brauchen zwar ganz schön lange, aber easy. Hauptsache besiegt. Oh, das. Ach, ich. Ah, ich darf ja nach der Runde gar nichts setzen. Das haben sie ja rausgenommen auch. Die machen nur Quatsch, Leute. Nur Quatsch. Nee, aber alles, was so ein bisschen dem Spiel geholfen hätte, ein bisschen weiter voranzukommen, ne, in Richtung so. Ja, solche. Man passiert die extra, weil es dann immer so ein Mini-Lag oder irgendwie sowas gibt, dass Items verschwunden sind. Ja, dann sollte man das einfach fixen und nicht einfach sagen, okay, dann machen wir einfach eine Möglichkeit rein, dass man dann da und da nicht mehr kombinieren kann. Ist ein bisschen schade drum. Aber ja, was soll man machen, ne? So, dem lasse ich, glaube ich, hier hinten, dass er einen Schritt nach vorne gehen muss. Und falls wir verlieren, können wir den Anti-Match hier verkaufen. Die Enchantress habe ich auch schon erst überlegt, nochmal zu verkaufen und zu hoffen, dass ich nochmal eine ziehe. Aber ich habe so ein bisschen Angst davor, dass ich die nicht nochmal kriege. So, da hat einer einen IO-Tower bekommen. Battle History 02, 2-0 für ihn. Mit der Mage-Human-Kombo jetzt, okay. Okay, ja, der wird mich auch nochmal machen, ich sehe es schon. Der hat einfach mehr Schaden, oder? Und hier vorne seine Tanks sind halt zu stark. Und Lina, wurde Lina gebufft oder sowas? Die macht echten Schaden hier, ey. Uff, der macht mich aber heftig. Der Hemling. Hemling macht mich heftig. 6 Einheiten. Aua. So, hauen wir den raus, haben wir 20 Gold, kriegen wir den Interest. Ah, schwierig, ey. Also, ich bin halt echt raus aus dem Game. Nur, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mal, bis wann die neue Season hier dann geht, ne? In der letzten war ich halt Bishop. Da nochmal hinkomme. Wo war das hier, ne? Season 1 Bishop. Unable, ich habe sie doch schon angenommen. So. Season 2 Gucci. Geht bis 31.08. Bis dahin muss ich auf jeden Fall wieder Bishop werden. Wäre schon recht angenehm, glaube ich. So jedes Season Bishop zu haben. Ja, ne, hier, ihr seid ja doch alle Knight-Leute. Was macht ihr denn hier? Ab in der Ecke mit euch. Gibt's ja nicht hier. Ja, und ich werde dann zum Ende der Season wahrscheinlich nochmal versuchen, hier wieder hochzuspielen. Ich muss mal gucken, wie die neue Outer Chess Mobile Season ausfallen wird. Weil Outer Chess Mobile ist halt mein Hauptgame jetzt geworden irgendwie. Da, keine Ahnung, alles durchgesuchtet, alle Missionen gemacht. Auch mindestens Bishop. Ich glaube, Bishop 5 bin ich sogar gegangen jetzt die Season, oder Bishop 4 nur. Eins von beiden. Aber ich habe mich gestern halt 5 Stunden hingesetzt oder so, um noch 3 hölzerne Stöcker oder so zu farmen. Also, das hat mich echt zur Weißglut getrieben.
Ich wollte halt dieses Icon haben, ne? Dieses komische Pferd da für Season 1. Sowas wie hier auch ähnlich drin ist hier. Ne, wo auch hier so Season 1 drin steht. Das wollte ich unbedingt haben. Keine Ahnung warum, aber ich wollte es haben und ja. Bis ich es dann hatte, ne? Hat es ein bisschen gedauert. So, die verkaufe ich auf jeden Fall wieder. Jetzt habe ich 30 Gold. 30 Gold ist immer gut. Du hast einen guten Interest langsam. Ab 30 Gold wird man so langsam, ja, es ist so langsam fein, das Game. So, wir müssen auch überlegen, was ich halt noch so reinbauen möchte. Ich würde am liebsten echt eine Templer ziehen wollen, ne? Eine Templer wäre ich schon mal weiter, würde ich schon mal weiterkommen. Den pack dann raus. Dann gerne noch die Queen of Pain höher und ja, dann mal schauen. Sollte mir vielleicht ein Glas nehmen zum Wasser trinken und nicht einfach so pur aus der Flasche probieren, so schnell wie möglich zu trinken. Keine gute Idee. An alle, die vielleicht auch mal YouTube machen wollen oder YouTube machen, nehmt euch eigentlich immer ein Glas. Ich muss sagen, das Game sieht halt echt immer laut auf, außer auf meinem zweiten Bildschirm. Ich werde dann im Nachhinein mir das nochmal anhören und dann entscheiden, ja, vielleicht war es ja doch zu laut, die Aufnahme, dann werde ich es vielleicht doch nicht hochladen, aber ja, das wird wahrscheinlich doch online kommen. Einfach nur so, ne, wieder so meine Game-Erfahrung. Ah, ich kann nicht mehr reden, meine neue Game-Erfahrung hier teilen. So, was ich im Moment so von dem Game halte. Und ich muss sagen, es könnte echt so viel Spaß machen, dass ich sage, okay, bis Bishop würde ich gerne nochmal spielen wieder. Und warum nicht? So, jetzt habe ich den hier erstmal Stufe 2 gemacht, auch wenn der nicht mehr lange da bleiben wird. Also, ich vermute mal nicht. Ich kaufe zur Sicherheit schon mal Drachen mit. Ich könnte natürlich auch Elfen und Dragons gehen. Ich habe zwar vorhin den Dragon Knight einmal liegen lassen. Oh, ich muss die ganze Zeit so ein bisschen hixen jetzt. Ich habe zu schnell getrunken. Uff. Und ja, ich habe den Dragon Knight zwar vorhin liegen lassen, aber vielleicht kriegen wir ihn ja doch nochmal wieder und ja, bauen ihn dann doch noch mit rein. Könnte man an sich machen. Okay, gegen den habe ich schon einmal gewonnen. Oh, der spielt 6 Assassins, 3 Dings, wie heißt es denn? 3 Assassins, was ich auch gehen möchte am liebsten. Hat der hier schon aufgebaut. Hat damit aber nur noch 27%. Und ich baue es halt auch, wo er Bots auch mit Ruinen. Ja, das ist natürlich ungünstig dann für uns beide. Da blockieren wir uns natürlich sehr. Aber wenn wir es halt machen wollen, ne? Müssen wir mal schauen. Zwei Elfenspieler, das tut uns beiden dann nicht gut. Ach, schade, ey. Sag mal so, mir fehlt der nur noch einmal, der noch einmal und die noch einmal. Und halt ein Lone Druid, um die alle aufzuleveln. Das Ding ist, die Enchantress werde ich wahrscheinlich dann nochmal abgeben hier. Einfach nur immer mit dir Gold zu machen und mehr nicht. Hier jetzt zum Beispiel. Weil die ja, mir reicht die ja. Ich möchte die nicht aufs Feld bringen. Ich möchte die ungern aufs Feld bringen. So. Aber wir haben schon mal 40 Gold. Bald sind wir bei den 50. Und dann können wir auch endlich anfangen, hier auch wieder mit zu leveln und alles. Sodass wir vielleicht so in Richtung Runde 25 dann nochmal langsam so 8 sind oder irgendwie sowas. Nee, aber wir müssen echt leveln dann. Uns ranhalten, dass wir die anderen vielleicht wieder so ein bisschen einholen. Schon nervig, aber was willst du tun? Ich könnte echt auf 8 sozusagen die Templer mit rein, auf 9 den Viper und auf 10 den Dragon Knight oder irgendwie sowas mit reinmachen, ne? Und schon hätte ich sogar meine Assassin-Kombo damit. Ich könnte auch mit dem Viper meine Assassin-Kombo machen und noch eine Drachen-Kombo bauen. Ich glaube, das wäre insane. Und wenn ich dann meine Druiden beide auf 3 kriegen würde, wäre halt komplett fein, ne? So, macht ihr den? Ich hoffe doch. Ja, sehr schön. Oh, er hat mir sogar zwei Items gegeben und hier den Loot Treasure. Also durch den Loot Treasure hier wird das Spiel echt meiner Meinung nach gerade besser. Das muss ich gerade richtig gutheißen hier in dem Game, ne? Also wirklich. Das finde ich ganz geil, dass man so ein bisschen entscheiden kann, was man so kriegt an Items. So, wenn ich den Terrorblade halt höher gelevelt kriegen würde, dann würde das auch Sinn ergeben, was ich da mache. Ich hätte natürlich den Mithril auch hier drauf packen können, ne? Oh, was gibt's hier Neues? Was? 250 Health, 3 Armor Reduction to the Target, Summoning Stone, Units summoned by the Spear have 250 Armor Reduction to the Target an. Lol, was? Okay. Lol. Okay, also er spawnt eine Einheit oder wie muss ich das verstehen? Wenn ich das Item kriegen würde. Interessant. So, mein Terrorblade ist halt nicht so stark, ne? Schade drum, ich wollte ihn echt gerne weiter leveln, aber was nicht sein soll, soll wohl nicht sein. Meine Windranger macht halt guten Schaden, ne? Aber es reicht halt auch nicht. Meine Phantom Assassin ist auch noch komplett useless. Geht halt, dann wollte ich darum, dass ich noch viel auflevel, sodass ich nicht so schnell rausfliege hier, ey.
Ja. Ja, komm, ich hasse das, wenn wir so lange hier warten müssen. Böller ihn weg. Sehr schön. Einfach weg damit. So. Noch eine Windranger. Also das Spiel ärgert mich auch ein bisschen. Müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Also es ist echt ein bisschen Mobbing, weil ich nehme nicht alles hier, nur nicht das, was ich brauche. Eigentlich sollte die beiden verkaufen nochmal rerollen dafür. Da ist der Lone Druid. Ja, kommt. Come on. Komm, Game, gib mir doch irgendwas fertig. Oh, das Game verarscht uns. Also wirklich. Wortwörtlich. Schaut es euch einfach an. Was will ich jetzt hier noch mit einem Anti-Mage, ey? Ich möchte hier meine Druiden fertig kriegen. Dafür muss ich rerollen. Und ja. Ich möchte halt nicht so schnell hier rausfliegen, ne? Mein Terrorblade will ich fertig kriegen. Meine Phantom will ich fertig kriegen. Eine Templar möchte ich ziehen. Und ja, ich möchte dafür nicht nochmal eigentlich runtergehen mit dem Gold. Wäre echt ärgerlich. Aber hier werde ich auch wieder verlieren, weil er ihn schon zwei hat, ne? Ärgerlich, ey. Ja. Das ist natürlich doof. Wenn ich meinen zwei kriegen würde, wäre ich auch endlich stärker. Nicht den Anti-Mage. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Wie kann es denn sein, dass ich alles wartend habe auf der Bank und jetzt nichts fertig kriege, ne? Doch, den Treant kriege ich fertig. Das ist ein Anfang. Oh, da habe ich einen zu viel drauf gesetzt, aber egal. So. Zack. Und ein Furier müsste ich auch noch ziehen. Dann wäre mein Tag gerettet hier. Oh nein, ich ziehe Doppel-Luna. Also das Spiel verarscht mich hoch und runter. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber dieses Game hier verarscht mich. Es gibt's doch nicht, ey. Ein Furion noch. Come on, Game, bitte. Der hier ist auch wahrscheinlich stärker. Was hat der denn da? Ein Enchantress 3 hat der wirklich gebaut. Uff, ey. Uff, uff, uff. Enchantress 3 doch gebaut. Ready to heal, sagt er, oder was? Oh, die hier müsste trotzdem vielleicht hier oben nochmal mit reinschießen. Wäre vielleicht angenehmer. Oder? Wo zieht sie hin? Auf den hier. Aber wenn der jetzt. Oh, ne, er ist nicht ab. Er ist jetzt erst abgedüst. Okay. Das passt. Da kann er ruhig erstmal stehen. Hauptsache, wir machen hier noch die anderen. Die Enchant ist auch weg. Er ist weg. Jetzt nur noch die. Das sollten wir hinkriegen. Läuft, Leute. Es läuft. Es läuft. Winning the Round Bonus kriegen wir mit rein. So. Aber hier ist keiner dabei, ey. Oh Mann, ey. Leute, was soll ich tun? Ich möchte so gerne aufleveln, ne? Aber ich muss endlich mal den Furion da fertig kriegen. Wenn ich weiter level. Dann habe ich weniger. Nee, immer noch nicht weniger Chance auf Stufe 2 Einheiten. Eigentlich kann ich bis 9 durchleveln, ne? Oder bis 8. Wegen 3er Einheiten auch. Mein Terrorblade würde ich auch ziehen. Also ich müsste eigentlich ein Level machen dann nächste Runde. Oder halt übernächste Runde. Ich glaube, darauf konzentriere ich mich jetzt zuerst, dass ich wenigstens Stufe 8 gehe. Dann bringe ich erstmal nochmal einen Viper drauf, weil ich habe ja noch keinen Templar-Assassin gezogen. Und ja, dann warten wir auf den Dragon Knight und auf die Templer. Wen ich dann zuerst drauf bringe, müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich sogar den Dragon Knight und ja. Vielleicht bringe ich dann sogar die Phantom nochmal runter für die Templer, wenn ich sie noch nicht Stufe 3 habe, weil ich kenne ja meinen Luck. Ich brauche echt noch viel Gold hier, um in diesem Game hier überzeugend weiterzukommen. Der macht mich so hart, ne? Er hat halt hier die Templer. Das hat mich runtergezogen, ey. Das hat wehgetan. Aber der ist auch schon all in gegangen, ne? Würde ich jetzt eigentlich noch ein bisschen vermeiden, dass ich hier nicht komplett all in gehen muss. Aber, ja. So langsam komme ich hier auch an die Grenze. Hier nach der Mob-Runde hier level ich auf. Die sollten wir eigentlich packen. Ich hoffe doch, dass ich nicht schwach genug, nicht so schwach dafür bin. Und ich könnte natürlich auch, wenn ich ein Level-Up habe, ihn hier erstmal rausnehmen oder wieder verkaufen sogar, ne? Ungerne, weil ich würde ja am liebsten Stufe 2 machen. Aber wenn ich dann keine andere Option mehr sehe, mache ich das halt und. Ja, wir wollen hier noch den Furion 3 kriegen. Dann können wir die anderen beiden hier verkaufen. Die wollen wir auch nicht mal weiter haben. Ist halt auch nochmal ein bisschen Gold, ne? Deswegen, also, den Furion hier fertig machen, würde uns weiterbringen. So, defeat Eva's drop Item on Case, defeat all drops Loot Treasure. Okay, also immer wenn wir Mob-Runden gewinnen, kriegen wir auch diesen Loot Treasure dazu. Das ergibt natürlich Sinn, ne? So. Zack, den haben wir besiegt. Oh, der hat uns sogar ein Item gegeben. Oder oh, droppt immer jetzt. Ne, hier hinten droppt nicht jeder. Okay. So. Jetzt kriege ich noch eine Truhe, ne?
Ich krieg direkt auf den Kurier, oder? Nee. Krieg doch eine Truhe. Ich sehe da was. Erstmal mache ich den fertig. Dann die und die, den drauf. Oh, ich kann nicht mehr reden. Zack. Den fertig, komm. Komm. Werd fertig, zack. So, den IO nehme ich mit. Level auf. Bringe den drauf. Bald den IO noch. Bald den IO, glaube ich, noch. Gebe das hier vielleicht mal hier hinten mit drauf. Aber dass wir den hier zwei haben, ist schon echt angenehm. Den Terrorblade. So, gegen den haben wir relativ oft schon verloren. Oder, nee, 1-2 stand oder 1-3. Wenn es 1-3 stand, haben wir relativ oft verloren. 1-2 dann nicht so. Das ist noch in Ordnung. Dann hätten wir jetzt hier eine Chance, das Ding zu holen. So. Ich glaube, wir haben echt eine Chance, das Ding zu holen. Na, come on, Einheiten. Ihr wollt es doch auch. Oh, eine Okre-Axt. Oh, nee, das wird, glaube ich, nichts, ey. Auch wenn er hier vorne gut steht. Ja, schieß mal rein da hinten, zack. Ah, okay. Schade drum. Aber wir werden jetzt nochmal weiter rerollen und wir werden uns das Game hier noch holen. Ah, ihn hier weniger holen. Die hier eher holen. Und ja, ihn nochmal raus und sie rein, würde ich sagen. Schwierig, ne? Ich bin halt am überlegen. Ein Level noch machen. Oder zwei Level. Ein Level wird halt schon hart, ne? Wollen wir die hier fertig machen? Ich weiß es halt nicht, ne? Ich glaube, ihn hier verkaufe ich dann sogar nochmal. Weil er reicht mir eigentlich auch auf zwei. Auf drei werde ich ihn wahrscheinlich eh nicht kriegen. Gegen den habe ich immer verloren. Hier ist der Erstbeste gerade. Ich hoffe mal, das könnte sich jetzt nochmal ändern. Oh, er hat kein Schiff rausbekommen. Sehr stark. Er ultet jetzt noch nicht. Das heißt, er kann noch mal ein bisschen mehr tanken. Er hat zu viel getankt. Hat er die nicht gerechnet. Der macht mich auch hart. Schaut euch das an, ey. Meine Elfen hier, Stufe 3er, haben es zwar ganz gut gemacht, aber dagegen hatten wir keine Chance. Wir gehen jetzt all in durch, leveln auf 9 auf jeden Fall noch. Und rerollen den Rest. So ist der Plan, Leute. Dann hoffen wir, dass wir so lange wie möglich hier noch überleben. So. Zack, zack, zack. Na komm, Spiel. Zack, zack. So. Ja, ich nehme mal hier alles mit, was ich kenne, ne? Wird mich wahrscheinlich nicht weiterbringen. Aber nee, mache ich nicht. Den hier aber. So. Oh, hier wäre jetzt der Dragon, ne? Könnte aber auch den Windranger dafür rausnehmen. Ja, aber das werde ich tun. Oh, das zählt jetzt nicht mehr. Das ist natürlich schade. Ah, der ist nämlich gar nicht so schwach. Der hier hat nicht sein Comeback des Todes gefeiert. Und ich werde aber die Windranger rausnehmen, weil ich habe jetzt 7 Elfen. Die werde ich rausnehmen, dafür noch einen Drachen draufbringen und dann sollte es hoffentlich laufen. Dann muss ich ihn nur noch einmal ziehen. Kann ich mit dem IO Tower 2 machen und bin eigentlich glücklich. Habe ich hier eine Chance? Ich hoffe nicht, dass ich schon fliege, oder? Ah, nee, noch werde ich nicht fliegen. Ich gewinne das sogar. Ich gewinne das endlich gegen den. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Rampage. Aber nee, wir kriegen jetzt sogar die Drachen-Kombo fertig. Ist halt wirklich angenehm, meiner Meinung nach. Ne, ich musste nur erstmal überlegen, wie ich das am besten schaffe. Ich könnte natürlich auch den Anti-Mage verkaufen, anstatt den Windranger. Aber ich glaube... Aber was ist klüger zu verkaufen? Ich glaube sogar der Anti-Mage, oder? Ich glaube, der Anti-Mage ist zu schwach. Oder nehmen wir hier nämlich den Blightstone noch raus. Bringen hier den mit drauf. Zack. Eben das hier nochmal hier drauf. Und den hier auch. Hauptsache, der hat die Items. Windranger kaufen wir nicht weiter. Die ist schon zwei. Na, wo ist der Drache? Ach ja, hier übrigens. Weiß nicht, warum die nicht automatisch sich kombiniert. Ach ja, und die Templer müsste ich auch ziehen nochmal. Einen von beiden werde ich hoffentlich dieses Game noch auf 2 kriegen. Das sind dann meine besten Einheiten sozusagen. Deswegen, da müssen wir mal schauen. Okay. Hier hinten macht ihr das. Der Terrorblade hier ist ja schon verwandelt. Steht hier sehr, sehr safe. Kann er ruhig machen. Ja, den hier ziehen wir schon mal easy ab. Oh, da ist natürlich noch ein IO-Tower, ne? Noch ein IO-Tower ist, wir kriegen vielleicht sogar beide durch. Das wäre natürlich nice, wenn wir beide durchkriegen würden. Den nehmen wir jetzt auch nochmal mit. Auch wenn ich schon fast sagen müsste, das ist ungern, ne? Aber ja, wir nehmen ihn mit. Auf jeden Fall. So, Winning Streak bauen wir gerade auf. Wir sind schon mal in der Top 4. In dem Spiel ist das ja gut. Top 3 wäre natürlich schöner. Hoffe ja auch, dass wir da jetzt hinkommen.
Ja, ne? Weiß nicht, wie ich mich hier am glücklichsten aufstellen soll. Ich werde gerne hier hinten alles ein bisschen save. Am liebsten würde ich einen Tank nach da hinten stellen, gegen Assassins oder sowas, ne? Auch gleichzeitig irgendwie nicht. Okay, Mob-Runde. Drops Item on Chance. Okay. From each. Okay. So, aber hier die Mob-Runde sollten wir eh noch packen. Ganz entspannt. Ich hoffe, ich ziehe dann jetzt halt gleich einen von beiden. Der wäre halt komplett fein, ne? Also ich hoffe, also noch so ein IO-Tower und läuft. So. Ich darf mir aussuchen. Ich glaube, hier nehme ich sogar den Hyperstone. Auch wenn ich mit ihm gerade noch gar nicht so viel anfangen kann. Aber ey, wir haben ja einen fertig. Zack. Oh, noch eine Morbid Mask. So. Hyperstone. Na, können sie das ruhig haben. Das ruhig haben. Zack. Oh. Ja, die Maske kannst du auch ruhig nehmen. Zack. So. Achso, das haben wir von dem Elrurion bekommen, weil wir. Okay, weil er rausgeflogen ist. Läuft. Läuft, läuft, läuft. So, den Drachen noch einmal ziehen. Den Dragon Knight noch einmal und dann sollten wir hier durch sein. Ich hoffe einfach mal. Okay, den haben wir immer verloren bis jetzt. Wir sind halt in der Top 3. Ich würde den hier gerne kicken, bevor ich rausfliege. Und ja, dann mal schauen. Der hat guten CC, Leute. Das Schiff hier war zwar komplett daneben, aber ich werde hier sehr, sehr schnell fliegen. Und den hier werde ich auch nicht packen, oder? Ah, hier komme ich auf jeden Fall nicht durch. Da bin ich raus. Und der hier macht mich auch. Okay, Leute. Solider dritter Platz, würde ich sagen. Joa, immer noch unranked, aber mit dem dritten Platz hier rauszugehen gegen Knight 9 und Knight 6, stuft mich, glaube ich, gar nicht so schlecht ein. Und ja, Leute, ich werde erstmal sagen. Oh ne, ich habe ihn sogar noch besiegt, ne? Schade drum. Aber wie gesagt, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem mal wieder gefallen, dass ich mal wieder Dota Auto Chess gespielt habe. Wenn es euch gefallen hat, ne, ich sag's jetzt im Moment hier und da mal, lasst doch gerne mal ein Like da, weil dann weiß ich, okay, es gefällt euch, werde ich vielleicht wieder mehr von bringen. Und ja, Leute, bis zum nächsten Video. Haut rein und tschö, tschö.